Nach 2 Tagen Beratungen, Diskussionen, Debatten und Abstimmungen geht hier in diesen Minuten der 36. Bundesparteitag der NPD zu Ende. Wir haben für Sie Eindrücke, Bilder und Meinungen gesammelt. Sehen Sie selbst. Auf großes Medieninteresse stieß der Wahlparteitag der NPD, der am vergangenen Wochenende in den repräsentativen Räumlichkeiten des Barockschlosses Saarbrücken eröffnet wurde. Dieser Veranstaltungsort war vom Parteivorstand der NPD bewusst gewählt worden, um den schwungvoll geführten Landtagswahlkampf der Partei an der Saar zusätzlichen Rückenwind zu verleihen. Und Rechtsanwalt Peter Richter, der auch Spitzenkandidat seiner Partei bei der Wahl zum Landtag des Saarlandes ist, gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass im Sitzungssaal des Regionalverbandes diesmal nicht die Volksverräter der etablierten Parteien, sondern die Delegierten der NPD Platz nehmen durften. Sondern die NPD, die sich zum deutschen Volk bekennt und für das deutsche Volk Politik macht, liebe Freunde. Das große öffentliche Interesse, aber auch die Demonstration des Bündnisses Bund statt Braun, das in Sichtweite des Schlosses mit rund 4000 Teilnehmern seinem Protest, vor allem aber seinem fragwürdigen Demokratieverständnis Ausdruck verlieh, widerlegte die These von der angeblichen Bedeutungslosigkeit der NPD. Eine Hoffnung der etablierten Medien und Parteien erfüllte sich nicht. Trotz einer zum Teil sehr kontrovers geführten Diskussion um die weitere Strategie der Partei betonten die Kontrahenten um das Amt des Parteivorsitzenden, der gebürtige Saarländer Frank Franz und sein Herausforderer Thorsten Heise aus Thüringen, bei ihren Reden den Willen zur Geschlossenheit und Wahrung der Einheit der Partei. Schließlich setzte sich der Amtsinhaber Franz mit 102 zu 69 Stimmen durch. Alle Seiten betonten, dass das im Jahr 2009 in Bamberg beschlossene Parteiprogramm nicht zur Disposition steht, sondern vielmehr weiterhin als politisches und weltanschauliches Fundament anzusehen sei. Wir werden uns von unseren Zielen, das Einstehen für das deutsche Volk, für das Abstammungsprinzip, für die Herstellung, die unbedingte Herstellung nationalstaatlicher Souveränität, nicht einen Millimeter wegbewegen, sondern werden dort stehen, wo wir stehen und keinen Schritt Platz machen, liebe Freunde. Mit der Verabschiedung eines Leitantrages unter dem Titel Ja zu Deutschland, Ja zum deutschen Volk machten die Delegierten klar, dass die Karlsruher Richter mit ihrem Urteil zum NPD-Verbotsverfahren, in dem sie das Eintreten für das eigene Volk als verfassungsfeindlich einstufen, dem deutschen Volk ihre Feindschaft erklärt haben. Neben diesen inhaltlichen Fragen ging es natürlich bei dem Wahlparteitag hauptsächlich um die Wahl eines neuen Parteivorstandes. Neben Thorsten Heise wurden Stefan Köster und Ronny Zasok als stellvertretende Parteivorsitzende gewählt. Wie in der anschließenden konstituierenden Sitzung des neuen Parteivorstandes beschlossen, wird Stefan Köster das Amt des Bundesschatzmeisters übernehmen, während Ronny Zasok wie bisher schon für die Ämter Politik und Bildung verantwortlich sein wird. Für das Amt Recht wird künftig Rechtsanwalt Peter Richter, der die Partei erfolgreich bei der Abwehr des Verbotsantrages vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten hat, im Präsidium Platz nehmen. Dieses wird weiterhin komplettiert durch den alten und neuen Bundesgeschäftsführer Klaus Beyer, der weiterhin auch für das Referat Presse verantwortlich sein wird. Dem Aufgabenfeld der Öffentlichkeitsarbeit widmen sich künftig der Diplomdesigner und Medienexperte Baldur Landogard und der Geschäftsführer der Deutsche Stimme Verlags GmbH, Diplomfinanzwirt Peter Schreiber. Neu geschaffen wurde das Amt des Generalsekretärs, das von Alexander Neidlein aus Baden-Württemberg wahrgenommen wird. Und das Amt des Bundesorganisationsleiters übernimmt wieder der ehemalige Berliner Landesvorsitzende Sebastian Schmidtke. Nach diesem Parteitag geht die NPD als einzige Partei, die sich zum deutschen Volk bekennt und dabei am Abstammungsprinzip festhalten wird, mit neuer Geschlossenheit und politisch inhaltlich geschärft in den Vorwahlkampf für die Bundestagswahl. Die Frau Merkel hat vor wenigen Tagen etwas sehr Beachtliches gesagt. Sie sagte, zum Volk gehört, wer in Deutschland lebt. Und darum, und nicht nur, weil wir gegen die Urteilsbegründung in Karlsruhe trotzig reagieren, sagen wir als Nationaldemokraten ganz schlicht, ohne Schaum vorm Maul, das stimmt nicht, Frau Merkel. Zum deutschen Volk gehört eben nicht jeder, der in Deutschland lebt, sondern zum deutschen Volk gehört, wer deutsche Eltern hat und wer deutscher Abstammung ist. Und darum sagen wir heute wie morgen Ja zum deutschen Volk. Der Parteitag klang traditionell mit dem Lied der Deutschen in allen 3 Strophen aus. Wenn auch Sie Ja zum deutschen Volk sagen, dann informieren Sie sich, unterstützen Sie uns, seien Sie dabei und halten Sie die SCV die Treue. Bis bald, Ihre Emma Stapel.